Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Plague Tale Innocence hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge war ich sehr genervt und ich musste erstmal eine Pause einlegen, weil ich kurz davor war, dieses Projekt fortzuführen, beziehungsweise kurz davor war es abzubrechen. Ich muss mich dran gewöhnen, geduldiger zu sein, gerade weil das Spiel einige Schwächen hat, gameplay-technisch, und weil vieles bestraft wird, wenn man nicht zu sehr stealthy spielt. Wie anfangs erwähnt, bin ich nicht so der Stealth-Mensch. Ja, ich hoffe dennoch, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, und noch gebe ich nicht auf, aber wenn noch viel mehr davon kommt, vielleicht doch irgendwann. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ja, Warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Ja, nochmal zurückzukommen. Ja, wir nutzen sie. Ich stand echt kurz davor, das Spiel abzubrechen. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge den Spielspaß wiederfinde. Wir werden es sehen. Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Er ist an der Mühle. Hey, langsam! Verschlossen! Ich mach das. Ist offen. Oh, das ist ja riesig! Ich hab schon wieder vergessen, wie die heißt. Boah, alles voller Spinnweben. Ah gut, Hauptsache keine Ratteninvasion. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir den Hebel hier drücken. Na gut. Das Rad wird lang. Dein Einsatz, Melly. Ja. Dankeschön. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Amicia, du gehst doch nicht ohne mich, oder? Ich komme, Hugo. Ich suche nur noch einen Weg, wie ich dich rüberholen kann. Du hörst dich an wie Arthur. Halt. Na, kommt der jetzt, oder? Warte. Ich könnte es von der anderen Seite versuchen. Aber das Rad muss erst stillstehen. Okay, dann muss er also nochmal. So, dann darfst Melly, du das hier machen. Du? Melly. Können wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Nein, halt. Ja. Ja, komm doch nach hier. Siehst du, ein Kinderspiel. Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Ich denke mal, die Inquisition hat es leichter als wir. So, was kann man jetzt bauen? Na, das kann ich immer noch nicht zu Ende bauen. Fehlt mir noch ein bisschen was an Items. Was haben wir da? Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Nö, ich warte noch, bis ich Seil dazu bekomme. Dann baue ich erst wieder. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein.
Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hat der gerade Aquädukt gesagt? Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Öko. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit? Hä? Hier haben also Leute gelebt? Ha, hier haben wir noch mehr Seile. Das ist schon mal gut. Wohin sind sie denn? Woanders hin. So wie wir. Ja. Oh. So wie wir. Das ist eine Blume, Junge. Kennst du dich vielleicht? Weißt du, und glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Nein. Abgemacht. Ich würde gerne nochmal zurück zur Werkbank, denn ich sehe, oder ich habe gerade gesehen, dass ich maximal 12 Seil mitnehmen kann, aber ich brauche 15. Das heißt, ich muss meine Tasche vorher aufwerten und das könnte ich ja jetzt hier direkt mal machen. Wow, ich kann nicht mehr zurück. Oh, ist das dumm. Aber gut. Hier ist nichts mehr. Amicia. Oh, fängt der schon wieder an. Komm her. Oh. Hugo. Hugo, sieh mich an. Die Ratten kommen. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Und weiter geht's. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich hab solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strom. Nächstenliebe. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Ja, mit den Schuhen auf die Matte. Was ist denn los, Junge? Keine Erziehung genossen. So, siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe!
Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Er trägt einen Helm. Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Da. Los, ziel auf den Helm. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los. Ach, scheiße, ein Stein. Lol. Das geschieht ihm recht. Das okay. Ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? True Story. Ah, Leder. Kann man auch gut gebrauchen. Scheiße. Da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Was zum... Ich hab sie gefunden! Kurz und schmerzlos, gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Aquädukt. Das heißt Aquädukt, du... Wo ist das Chateau d'Ombrage? Hier entlang. Ja, lass mich doch erstmal looten. Aquädukt. Kann dir mal jemand berichtigen, bitte? Oder korrigieren? Das ist unser Ausgang. Hör zu, Anicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Findet Hugo de Ruhm und tötet die anderen. Sofort! Sie suchen immer noch nach mir. Der hat einen Helm an, ne? Der auch. So, weiter geht's. Der hat keinen Helm auf, ne? Nö. Waren hier nicht auch zwei? Da ist er. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, du legst dich jetzt erstmal schön schlafen. Hä? Habe ich den nicht gerade eben noch umgehauen? Scheinbar nicht. Da geht einer und da steht einer. Wir klingeln jetzt doch. Ein junger Dieb.
Schmerzlos. Ja, genau, weil ich... Ach. Boah, diese Steuerung ist so ungenau. Stimmt, Sebastian. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion. Ich bin ja jetzt noch. Mann, also das ist wirklich nervig. Potsau. Eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Frankreich zu erobern? Ah ne, das sind ja keine Franzosen. Das sind ja keine Engländer, das sind ja Franzosen. Okay, der hat einen Helm auf. Total dämlich. Immerhin hat sie jetzt mal einen vernünftigen Kontrollpunkt gehabt. Sind was da? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Oh, boah, ist die nervig. Aber gut, Hugo ist noch eine Ecke nerviger. Oh, da liegt was. Stoff. Ist das Lukas? Genau, der bleibt einfach stehen, der Junge. Aha, da ist ja der Kleine. Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hä? Was macht der? Warum? Diese... Das ist zu komisch. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Warum ist das so unscharf hier? Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Warum ist das eigentlich so unscharf hier? Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Ich finde Lukas cool. Lukas und Amicia sind die Besten hier. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Oh yeah. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Noch mehr Alchemie? Ich weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Luminos. Brennt in den Augen. Nice. Das hat sie pulverisiert. Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition... Sie hätten nicht... Das sollte mir die Sache erleichtern. Nochmal ein bisschen nicht mehr. Gar nicht schlecht. Ja, 15 Seile hätte ich gebraucht. Und ich konnte ja nur 12 tragen.
immer noch nur 12 tragen. Das Akadukt, wir sind fast. Boah! Na, Akadukt! Jetzt werden wir mehr erfahren. Kletter hoch, ich helf dir. Na gut. Ich habe mit einem Kumpel über das Spiel geredet, der es jetzt am ersten Abend direkt durchgespielt hat. Und er meinte zu mir, er mag Hugo. Es heißt Aquädukt. Danke. Aquädukt. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Ah, okay, ich muss mit der Schleuder spielen. Ah, oh, Moment, da sind ja noch mehr Steine. Kletter hoch. Also das Kapitel macht mir wesentlich mehr Spaß als das letzte. Und alle davor auch. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst? Ja. Wer geht zuerst? Ich. Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Gibt's hier noch was? Nein. Was haben wir denn hier? Boah, das sieht mega cool aus. Wow! Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde ich von Menschen benutzt. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst... Wir müssen erst hier rüber. Geh mal aus dem Weg, Melly. Gut gemacht. Okay, da hinten. Aber hier ist auch noch was. Da möchte ich erst hin. Ja, hier ist eine Kiste. Nee, ist keine Kiste. Hier liegen auf jeden Fall Items. Leder, 5 von 12. Das sieht echt wunderschön aus hier gerade. Also, eine mega. Was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, dass man... Kriegst du das hin, Melly? Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja, ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Den muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Du heulst andauernd. Euer Boot wartet. Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Boah. Alte Salzkartoffel. Bist du schlimmer als ich? Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Nein, das möchtest du nicht, weil du dir dann wieder in die Hose machen würdest. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Ja, aber erstmal sammle ich dir die Items ein. Steine. Und Salpeter. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal.
ich alleine kriege das schneller hin als die beiden da hinten zusammen. Ja, aber ein kleiner kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. Jetzt ist es nicht mehr so verschwommen. Also nicht mehr ganz so verschwommen, wenn ich mir jetzt hier Hugos Gesicht angucke. Sterben vielleicht und ich hatte Angst. Ich vergesse es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen Dinge. Los, gehen wir weiter. Sagte die 15-Jährige. Ach, verschlossen. Ja, mach mal, Melli. Lass mich mal vorbei. Offen. Oh, danke. Hier, Teabaggen. Okay, hier werden gleich Ratten auftauchen. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Was ist denn? Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktionieren sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Oh, könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melli. Während die Jungs tagträumen, wer gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht... irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem Melli, hier. Kannst du sie öffnen? Du hast recht. Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Mhm. Lässt du mich hier auch hoch? Komm, ich hebe dich hoch. Yep. Ah, Items, 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 Items. Seil. Oh, ich kann immer noch nur maximal 12 Seil mit mir tragen. Gefällt mir nicht. Melli. Komm. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Nein, los, kommt rüber, ihr Faulpelze. Überall diese verdammten Ratten. Komm runter mit euch. Die Anlage ist sehr effizient. Folge mir. Natürlich. Bah, widerlichen Kackviecher. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Hier sind überall Ratten. Wir sind in Frankreich. Ja, geh doch hin. Melli, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow, sehr schön. Es existiert tatsächlich.
Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Nö, immer hier weiter, oder? Was willst du, Junge? Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Nö, ich geh hier rum. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Dein Einsatz, Melly. Aha. Sieht echt schön aus hier. Danke. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht unrecht. Ja. Ah, okay. Das heißt, wenn es blitzt, müssen wir kurz... Ja. Jetzt. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Hugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. Mädchen, was ist das denn gewesen? Los, wir werden das Schasse scheiße. Ich werde dir helfen. Na gut. Gib es euch einen Dude. Haben wir es geschafft? Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ambrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Geht ach. Rein. Los. Boah, tut mir leid, ich habe echt kein Verständnis für den Jungen. Wirklich nicht. Kann ja sein, dass ich ein Unmensch einfach bin. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ist offen. Mal hier kann also es war ist also der normale Weg. Machen wir schon mal auf, oder beziehungsweise an. Okay. Hier geht's nicht raus. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Mhm. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Okay. Das weiß ich natürlich nicht. Ah, das war schon richtig, denke ich. Also okay. Des Chateau d'Ambrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist ja schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Dankeschön, das war sehr nett. Sehr großzügig. Schneller. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können.
Melly. Hey, seht mal. So, jetzt wissen wir, wozu die Pumpe gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Läuft doch bisher eigentlich ganz gut. Die müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ja, dann geh runter. Ja, kommst du jetzt runter oder nicht? Ja, die sind schon mal tot. Ich habe echt keine Ahnung, ne? Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja, los! Hallo! Kannst du das übernehmen? Ja. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon du könntest gut, eine Schmierung ich vertragen. Wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Komme ich da jetzt durch? Ah, hier geht's hoch. Oder? Ja, überall da, wo weiße Kreide ist. Oder Kalk oder was auch immer. Ist da hinten noch irgendwas? Bestimmt, oder? Ich darf hier nur nicht runterfallen. Was muss ich hier? Ach, da oben liegt auch noch ein Item. Sehr schön. Es gibt mir sowieso ein Wunder, dass die Inquisition noch nicht annähernd hier ist. Ja, und wenn du jetzt den Scheiß loslässt... Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. So, reicht das? Nein, es reicht natürlich nicht. Und also nochmal zurück. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Kommt die durch? Das ist schon besser.
Ja, aber wie geht's jetzt weiter? Ich irgendwo hoch. Warum muss ich da hinten lang? Ich weiß nicht, wo ich lang muss, wirklich. Ah, wow. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Ja, denke ich auch. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das ist Todombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Mach mal. Was macht die denn da? Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Tja, Amicia, die Amazonen. Ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte. Sehr witzig. Der war gut. Oh Gott, bitte geh nicht aus. Bitte geh nicht aus. Dankeschön. Erstmal gucken, ob es hier Items gibt. Nein, gibt es nicht. Aber hier ist eine Tür. Hier noch irgendwas? Nein. Also schieben wir die Ratten jetzt erstmal schon weg hier. So, das haben wir. Ja, und jetzt? Wo soll ich denn jetzt hin? Wie komme ich jetzt hoch? Ach, ich muss die ja auch noch wegkriegen. Stimmt. So muss ich doch hier hoch, ne? Ja, genau. Los, komm schon. Scheiße, wir haben es fast geschafft. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. So, einmal. Jetzt, jetzt, jetzt lass die Drachen frei. Die
krachen. Los, zurück mit euch, ihr Mistviecher! Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie! Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Und jetzt abfackeln. Ist bisher eins der besseren Kapitel. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Ich denke mal, damit ist das Kapitel auch jetzt mal abgeschlossen, oder? Ja, true story. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Kapitel war echt super. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.